Rontour präsentiert von Aleco. Alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco. Ich soll heute also die Ron-Region in New York City entdecken. Ich weiß nicht, ob das so eine leichte Aufgabe ist, denn bisher hatte ich den Eindruck, dass hier alles ganz schön amerikanisch ist, wie diese riesige Coke, für die ich nur $1 gezahlt habe. Also ich habe bei meiner Ankunft so einen Stadtplan hier bekommen, aber ganz ehrlich, da erkennt man nicht wirklich viel drauf. Ich habe zwar ein Little Italy gefunden und ein Chinatown, aber Deutschland scheint hier noch nicht vertreten zu sein. Also werde ich mich jetzt erstmal im Internet schlau machen. Bei meiner Recherche werde ich schnell fündig und stoße auf Kleindeutschland. Das soll ein Stadtteil von New York gewesen sein, den es heute aber nicht mehr gibt. Allerdings gibt es einen Verein, der sich mit der Geschichte dieses Stadtteils auseinandersetzt. Und mit der Vorsitzenden davon treffe ich mich jetzt. Wir haben uns verabredet und das hier ist ihre Adresse. Ich bin mal gespannt, ob ich das finde. Nur zur Veranschaulichung, in New York leben derzeit mehr als 8,6 Millionen Menschen. Allein der Stadtteil Manhattan misst schon 59 Quadratkilometer. Das sind mehr als 8000 Fußballfelder. Es ist also durchaus eine Herausforderung, hier den Überblick zu behalten. 133 East an der 84. ist mein Ziel und ich scheine schon ganz in der Nähe zu sein. Also jetzt sind wir an der 82. Vorhin sind wir an der 81. vorbeigelaufen. Das heißt, ich denke noch zwei Blocks in die Richtung und dann sollten wir schon da sein. Und irgendwie kommt mir dieses Straßensystem aus Zahlen und Buchstaben doch bekannt vor. Also bring mich diese Straße lang. Hier ist P, da drüben ist Q. Weil ich so klug bin, habe ich jetzt mal kombiniert. Da drüben müsste L sein. Okay, 125, 128. Hier muss es eigentlich irgendwo sein. Ich bin verwirrt. Da ist nämlich M6 und hier ist L10. P7, W57, O6, E81, M1. Was meiner Kollegin Luisa schon in Mannheim aufgefallen ist, entdecke ich auch in New York. Beide Innenstädte sind quadratisch aufgebaut und nummeriert. Und da Mannheim älter als der New Yorker Stadtteil ist, munkelt man sogar, dass die deutsche Stadt Vorbild für die amerikanische war. Das viele Laufen hat mich mittlerweile ganz schön hungrig gemacht. Thanks. Tja. Also nicht nur die Straßen sind Mannheim ziemlich ähnlich, es gibt hier sogar Brezeln. Das fühlt sich doch schon ziemlich heimisch an. Nach der kurzen Stärkung schaffe ich es dann tatsächlich an mein Ziel. Hi. Hi, hello. I'm Darlene. Oh, I'm Kathy. Hi, Kathy. Nice to meet you. Welcome. Can we come in? Yeah. Yeah, thanks. Was Kathy uns erzählen wird, das sehen Sie in Teil 2 der Rontour in New York. Catherine Jolovich wohnt schon seit mehr als 50 Jahren in ihrem kleinen Apartment in Manhattan. Sie ist hier in New York aufgewachsen. Als sie noch ein Kind war, lebten hier viele Deutsche. Die Leute, die haben nur Deutsch gesprochen. Und die Leute, die gehen rum mit Lederhosen und Dündel. Das hört sich ja eher bayerisch an. Kann Kathy mir auch dabei helfen, die Rhône-Region hier zu finden? Sie hat einen Tipp für mich, aber dafür müssen wir ein Stückchen laufen. Little Finland was here, that was where... Also hier war Klein-Finnland. Da waren meistens die ganzen Matrosen. Und hier gab es so viele kleine Geschäfte und noch so viel mehr. Und ach, und Weihnachten. Weihnachten war für mich immer wie ein Besuch im Disneyland. Christmas was my Disneyland. Diese ganzen Dinge gibt es heute nicht mehr. In den 50er Jahren wurde hier alles abgerissen und neu gebaut. Fast alles. Zwei deutsche Geschäfte gibt es noch. Eins davon ist der Metzger Schaller und Weber, bei dem Kathy gerne einkaufen geht. Zwei Weißwürste, bitte. Ach, ich nehme doch vier. Und dann schafft Kathy es, mich binnen weniger Sekunden voll in die Rhône-Region zu bringen. Direkt neben der Metzgerei ist ein Restaurant, das Heidelberg heißt. Der erste Besitzer, die haben dieses Restaurant das Vaterland genannt.
Aber wegen des Krieges, die müssen das wechseln. Und da ist es eben zum Heidelberg geworden. Ist ja mindestens genauso schön hier wie der Namensgeber. Ich will herausfinden, ob es auch Deutsche hierher zieht. Wer sind Sie? My name is Dan. Ich bin Dan. Ich bin aus Brooklyn. Eigentlich komme ich aber aus South Dakota. Und tja, jetzt bin ich hier und trinke Bier am helllichten Tag. Okay, anscheinend lockt das deutsche Bier auch Amerikaner hierher. Aber wissen die zumindest etwas über Heidelberg? Würden Sie mal raten, wo Heidelberg liegt? Wie wäre es mit der Mitte von Deutschland? Fast. Vielleicht in der nördlichen Mitte? Ja, etwas weiter unten? Südliche Mitte Deutschlands? Ja, jetzt noch ein bisschen in den Westen. Ein bisschen westliches Süddeutschland? Ja, das kann man schon so sagen. Südwestdeutschland, also der südwestliche Teil Deutschlands. Also wenn ich jetzt eine kurze Pause mache, dann könnt ihr das einfach so schneiden, als hätte ich das direkt richtig gesagt. Nix da. Die ungeschönte Wahrheit ist dann wohl doch, dass Dan keine Ahnung von unserer Region hat. Na, vielleicht kommt er ja im Sommer auch mal nach Deutschland. Für mich geht es auf jeden Fall wieder dorthin zurück. Aber ich bin wirklich überrascht, wie viel Deutschland und speziell Metropolregion ich doch in New York gefunden habe. Und dann fällt mir noch etwas auf, das die ganze Zeit vor unserer Nase war. Ron ist ein Teil von New York und zwar buchstäblich. Rontour präsentiert von Aleco. Alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco.